Wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Hier ist der Berufsschultalk des Verbands der Köche Deutschlands. Heute geht es um die Neuordnung der gastgewerblichen Berufe. Und bevor ich an die Referenten übergeben darf, gibt es noch einige kurze technische Hinweise. Zum einen, die Mikrofone und Kameras im Publikum sind automatisch ausgeschaltet, aber wir verstehen diesen Talk als Talk. Das heißt, wir laden Sie herzlich ein, Fragen zu stellen zum Thema. Das können Sie unten rechts im Chatfenster gerne tun, während der Präsentation. Gerne ab sofort. Wir sammeln dann die Fragen und nehmen uns dann nach der Präsentation Zeit für die Antworten, gemeinsam mit den Referenten. Also schießen Sie ruhig los und schreiben Sie uns, was Sie wissen möchten. Jetzt kommen wir zu unseren Referenten. Ich fange an, Heiko Becker. Heiko Becker ist Ausbildungsexperte des Verbands der Köche Deutschlands und er ist Sachverständiger im Verfahren zur Neuordnung. Das gilt auch für Andreas Trulja, zweiter Referent heute an Bord. Er ist außerdem Fachkoordinator Aus- und Weiterbildungsprüfung der IHK Berlin und Vorsitzender des VKD Landesverbands Berlin-Brandenburg. Der dritte heute hier an Bord ist Daniel Schade. Ich übergebe das Wort an den Präsidenten des VKD. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich freue mich, dass Sie heute alle hier sind. Das große Interesse an dem Berufsschultalk zeigt, wie wichtig es Ihnen ist, Ihre Schülerinnen und Schüler optimal zu unterstützen. Allerdings zeigt es auch, wie viele Fragen Stand jetzt noch offen sind. Wir haben heute über 120 Anmeldungen. Das zeigt wirklich, dass viele, viele Fragen offen sind. Und wir hoffen, dass mit diesen 2 Stunden, die ungefähr geplant sind, wir hoffen, dass viele Fragen kommen, diese dann auch beantwortet werden. Die Förderung des Berufsnachwuchses ist ein großes Anliegen für den Verband der Köche Deutschlands. Um fähige Fachkräfte in der Branche zu haben, ist es wichtig, dass angehende Köchinnen und Köche up-to-date sind. Bis dato wird nach einer Ausbildungsordnung bzw. Regelung aus dem Jahr 1998 ausgebildet. Eine Veränderung war also ein notwendiger und längst überfälliger Schritt. Am 1. März wurde dann endlich die Neuordnung der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung Koch und Köchin veröffentlicht. Ab dem 1. August tritt sie in der Praxis in Kraft. Wir haben die große Hoffnung, dass diese Neuordnung den Kochberuf in die Zukunft transportiert. Und aus diesem Grund spielen ab Sommer Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Teamwork eine deutlich größere Rolle in der Kochausbildung als bisher. 8 Jahre lang haben die Sozialpartner an der Neuordnung gearbeitet. Dabei waren wir im ständigen Dialog mit Expertinnen und Experten aus der Branche, auch aus dem Verband der Köche Deutschlands. Ich selbst war kurz Mitglied und meine beiden Verbandskollegen Heiko Becker und Andreas Trulja von Anfang an mit dabei. Sie sind deshalb die richtigen Ansprechpartner für Sie heute, um Ihnen die Inhalte der Neuordnung vorzustellen und Ihre Fragen zu beantworten. Ich wünsche uns allen einen informativen Talk und einen guten fachlichen Austausch. In diesem Sinne übergebe ich das Wort an Andreas. Dankeschön. Danke, Daniel. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich werde jetzt mal den Bildschirm freigeben, sodass wir dann auch die Präsentation sehen. Ja, herzlich willkommen auch von mir aus Berlin, aus dem sehr warmen Berlin, über 30 Grad hier. Deshalb klappt das auch nicht mit der Präsentation, so auf Anhieb. Ja, da haben wir so viel geübt im Voraus. Ne? Und dann, ich wollte gerade sagen, jetzt hat das wohl so gut geklappt, Herr Trulja. Ich darf an der Stelle nochmal aufrufen, Fragen zu stellen. Es ist schon losgegangen, mit großer Freude sehen wir das und jetzt geht's auch hier los. Jetzt geht's auch hier los, genau. Entschuldigen Sie bitte, dass es eine kurze Verzögerung war. Die Temperaturen in Berlin liegen gerade bei 33 Grad und entsprechend sind auch die Laptops und die iPads nicht gerade so fit, dass man davon ausgehen kann. Heute ist der 27.06. Präsentation kurz der Neuordnung der gastgewerblichen Berufe. Circa 2 Stunden Zeit haben wir uns genommen. Gerne auch alle Fragen stellen, ist jetzt gesagt worden. Die Begrüßung durch Daniel Schade, unseren Präsidenten, haben Sie gehört. Als ersten Punkt gehen wir auf die Novellierung ein. Und dritter Punkt ist die Vorstellung der gesamten Ausbildungsberufe. Da geben wir einen kurzen Überblick. Dann gehen wir ein auf die beiden Küchenberufe, Fachkraft Küche, der neue 2-jährige Ausbildungsberuf mit einer Befristung von 5 Jahren. Dann kommt Kochköchin, der novellierte Beruf, den wir schon seit mehreren Jahren haben. Dann geben wir Ihnen eine kurze Zusammenfassung, insbesondere was die gestreckten Abschlussprüfungen angeht, weil das ist ein komplett neues Instrument, welches wir vorher nicht hatten. Und als letzten Punkt gehen wir auf Ihre Fragen ein und beantworten diese sehr gerne.
So, was ist tatsächlich neu? Die Novellierung tritt zum 01.08.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Verordnung aus dem Jahr 1998 außer Kraft. Die bestehenden Ausbildungsverhältnisse haben selbstverständlich Bestandsschutz und werden bis zum Ende fortgeführt, sodass wir weiterhin auch die Prüfungen nach alter Regelung Zwischenprüfung und Abschlussprüfung beim Beruf Koch anbieten werden. Genau, im Mittelpunkt steht natürlich weiter, des beruflichen Handelns steht weiter natürlich die Gastorientierung und die Gastzufriedenheit. Und bei dreijährigen Berufen kommen neue, wichtige Berufsbildpositionen hinzu, Anleiten und Führen von Mitarbeitenden, die digitale Arbeitswelt und die Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Ich durfte ja die letzten Jahre diese Neuordnung begleiten und habe aus Sicht des VKDs war für uns immer so eine kleine Vision, das Ziel, dass wir kleine Unternehmer mit Selbstbewusstsein, die die gastronomische Gastgeberrolle einnehmen und dabei immer die wirtschaftliche Kalkulation im Auge behalten. Das war unser Ziel für diese Novellierung. Ist übrigens ein komplettes Novum in der Ausbildung, das schon in der beruflichen Erstausbildung das Anleiten und Führen von Mitarbeitenden hinzugekommen ist. Da ist dem DEHOGA etwas wirklich Gutes gelungen. So. Die wesentlichen Änderungen ist einmal die gestreckte Abschlussprüfung in allen dreijährigen Ausbildungsberufen. Die zeitliche Gliederung in den Ausbildungsordnungen bekommt eine größere Relevanz, da die Ausbildungsinhalte der ersten 18 Monate für die AP1 relevant sind. Das heißt, es muss von Anfang an Gas gegeben werden, weil die Abschlussprüfung bereits, die gestreckte Abschlussprüfung Teil 1 bereits eine Wertigkeit bekommt. Das sehen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Gemeinsame Beschulungsmöglichkeiten für alle Berufe im ersten Ausbildungsjahr ist nach wie vor möglich. Das war schon bei den alten Verordnungen möglich. Neue Rahmenpläne für die Berufsschule gelten nach den Sommerferien 2022. Wir haben eine bundeseinheitliche Zusatzqualifikation verordnet. Darüber hinaus schwerpunktspezifischere Ausbildung bei den zweijährigen Ausbildungsberufen. Und auch das ist uns gelungen, eine Rückfalloption bei Nichtbestehen der dreijährigen Ausbildungsberufen ist ab sofort möglich. So, wir haben bei den Küchenberufen haben wir zwei Berufe. Einmal die Fachkraft Küche und einmal den Koch. Bei den Gastronomieberufen haben wir einmal die Fachkraft Gastronomie mit dem Schwerpunkt Systemgastronomie oder Restaurantservice. Wir haben den Fachmann, die Fachfrau für Systemgastronomie und ein alter Beruf in neuem Gewand mit einem neuen Namen, Fachmann, Fachfrau für Restaurants und Veranstaltungsgastronomie. Das ist der alte Restaurantfachmann. Dann haben wir die sogenannten Hotelberufe. Dort haben wir auch zwei weiterhin. Wir haben einmal den Hotelfachmann, Hotelfachfrau und auch ein alter Beruf in neuem Gewand mit einem neuen Namen, den Kaufmann, die Kauffrau für Hotelmanagement. Wir konzentrieren uns heute auf die Vorstellung der Ausbildungsberufe im Bereich der Küche, Fachkraft Küche und Kochköchin. Genau, die Fachkraft Küche ist also die neue praxisorientierte Ausbildung. Das ist ein zweijähriger Ausbildungsberuf, die mit einer Zwischen- oder einer Abschlussprüfung sozusagen den Höhepunkt findet. Und es ist möglich, die Ausbildungszeit sich auf den dreijährigen Koch und Köchin anrechnen zu lassen, die sogenannte Rückfalloption. Und wir zielten damit primär eben auf praxisstarke, theorie-reduzierte Ausbildung und hoffen dadurch ein bisschen junge Leute mit in die Ausbildung zu bekommen, die wir sonst nicht bekommen hätten. Der Beruf ist nicht zu verwechseln mit dem aktuell noch gültigen Fachpraktikerküche bzw. Schrägstrich mit dem Beikoch. Der Fachpraktikerküche Schrägstrich Beikoch, wie er bei einigen noch heißt, ist ein sogenannter theorie-reduzierter Beruf, Zugangsmöglichkeit nur für junge Menschen mit Behinderung. Auf die zielten wir jetzt hier bei diesem zweijährigen Ausbildungsberuf nicht ab. Heiko. Genau, Sie sehen, wir haben, ist das zweite Ausbildungsjahr und wo wir versucht haben, wie gesagt, praxisnah und Theorie reduziert, so ein bisschen ein paar Sachen mit in diese Ausbildung reinzunehmen, wie Zubereiten von einfachen Suppen und Soßen, Zubereiten von Sättigungsbeilagen, Zubereiten von einfachen Fleisch- und Fischgerichten und eben auch viel, was so die Zuarbeiten in der Küche betrifft, ist halt Anrichten und Garnieren von Speisen. Und eben den Koch in seiner Tätigkeit ein wenig unterstützen. Genau. Wir haben hier eine klassische Zwischenprüfung bei der Fachkraftküche. Wann findet die Zwischenprüfung statt? Sie findet im dritten Ausbildungsjahr statt. Und was wird geprüft? Es sind die Inhalte der ersten 12 Monate.
Die Inhalte bestehen aus küchentechnischer Praxis. Wir haben einen schriftlichen Teil, der gesamt 45 Minuten dauert. Dieser wird bundeseinheitlich kommen. In dem schriftlichen Teil werden geprüft Waren- und Materialbedarfslisten erstellen, Arbeitsschritte planen und den Arbeitsplatz einrichten. Der geht mit 20% in die Note für die Zwischenprüfung mit ein. Der praktische Teil ist eine Arbeitsprobe. Die Arbeitsprobe wird 90 Minuten sein und geht mit 80% in die Endnote ein. Wie Sie auch hier sehen, ist die Gewichtung immer sehr stark auf den Praxisteil gelegt. Was darf geprüft werden? Salate, Eierspeisen oder einfache Gemüsegerichte zubereiten und anrichten, die Arbeitsschritte planen, den Arbeitsplatz einrichten, Arbeitstechniken und Schnitttechniken anwenden und selbstverständlich die Hygieneanforderungen beachten. Ja, die Ausbildung dauert nur 2 Jahre, genau, da ist ein Schreibfehler mit drin in der Folie. Nee, da steht im dritten Ausbildungsjahr. Halbjahr, dritten Ausbildungshalbjahr, nicht im Ausbildungsjahr, also kein Schreibfehler, sondern ein Lesefehler, genau. Ja. Alles gut, dafür sind wir ja da. Mhm. So, die Abschlussprüfung Fachkraft Küche, Zubereiten von einfachen Gerichten und die gestreckte Abschlussprüfung 1 des Koch-Köche macht 25% der Gesamtbewertung aus. Die Abschlussprüfung der Fachkraft Küche ist identisch mit der gestreckten Abschlussprüfung Teil 1 beim Koch und bei der Köchin. Das werden Sie gleich genauer sehen. Auch hier haben wir einen schriftlichen Teil. Der schriftliche Teil wird aus Produkt- und Lagerhaltung bestehen und geht 90 Minuten mit einer Gewichtung von 20% und selbstverständlich Wirtschaft und Sozialkunde mit 60 Minuten von 10%. Die Wirtschaft und Sozialkunde sind immer automatisch gesetzt mit 60 Minuten und 10%. Das ist eine Entscheidung der Kultusministerkonferenz. Dann haben wir einen praktischen Teil. Der praktische Teil ist Zubereiten von einfachen Speisen und Gerichten, auch mit einer Gewichtung von 70%, auch wesentlich höher wie der schriftliche Teil. In der praktischen Prüfung haben wir auch eine schriftliche Prüfung, die wiederum dauert 60 Minuten, geht mit 30% in die Gewichtung von den 70%. Und dann würde es jetzt hier keine Arbeitsprobe mehr, sondern es wird etwas Komplexeres, nämlich eine Arbeitsaufgabe inklusive einem Fachgespräch, welches 240 Minuten, nicht das Fachgespräch dauert 240 Minuten, sondern die gesamte Prüfung dauert 240 Minuten und wird auch mit 70% gewichtet. Auch hier kann man ganz klar erkennen, ist großer Wert darauf gelegt worden, dass die Praxisanteile immer besser gewertet, also immer höher gewertet werden. Und wie bereits gesagt, der praktische Teil entspricht der GAP 1 der Koch, der Köchin. So, was passiert in der Abschlussprüfung? Praktischer Teil schriftlich kann geprüft werden in 60 Minuten Lebensmittel, Verwendungs- und Zubereitungsmöglichkeiten, Arbeitsabläufe, verschiedene Garverfahren, Zubereiten und Anrichten von Speisen und Gerichten, Produkt-, Personal- und Betriebshygiene, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz und der Umgang mit Gästen und Kolleginnen. In der Arbeitsaufgabe wiederum, inklusive dem Fachgespräch, 240 Minuten, Salate oder Suppe als Vorspeise für 4 Personen zubereiten und anrichten, sowie ein Hauptgericht mit Fisch, nämlich Fleisch, Hausgeflügel oder Fisch. Soße sowie einer Gemüsebeilage und einer Sättigungsbeilage für 4 Personen zubereiten, anrichten und dabei die Arbeitsschritte planen und einen Arbeitsablaufplan stichpunkthaltig zu erstellen. Und für die ganze Abschlussprüfung gibt es dann einen Warenkorb. Der Warenkorb wird uns heute noch 2-mal begegnen. Der Warenkorb wird 14 Tage vor dem Prüfungstag dem Prüfling bekannt gegeben durch eine Information der zuständigen IHK. Das kann digital, das kann auch in Papierform passieren. Der Warenkorb wiederum besteht aus der ersten Liste, welche Pflichtbestandteile beinhaltet, aus der zweiten Liste, welches Wahlbestandteile beinhaltet. Da kann die Auswahl der Inhalte nach Bedarf erfolgen. Auf deren Grundlage kann ein Arbeitsablaufplan erstellt werden. Die Erstellung ist freiwillig und geht nicht mit in die Endnote ein. Er kann also zur Unterstützung während der Arbeitsaufgabe dienen. Der Ablaufplan kann am Prüfungstag mitgebracht werden, habe ich gerade gesagt. Bewertet werden nur die Arbeitsaufgabe und das Fachgespräch. Genau. Dann kommen wir zum Koch-Köchin. Da haben wir die Fachkraft Küche jetzt sozusagen erledigt. Jetzt haben wir den Koch-Koch. Der bleibt bei einer direkten Ausbildung. Neu ist die gestreckte Abschlussprüfung, GAP, heißt sie dann in der Fachsprache 1 und 2. Die Zusatzqualifikation für die vegetarische und vegane Küche, die möglich ist,
Da kommen wir noch mal, gehen wir nochmal drauf ein. Und die Rückfalloption beim Nichtbestehen der Prüfung kann man auf den zweijährigen Abschluss der Fachkraft Küche zurückgreifen, die sogenannte Durchlässigkeit. Wir haben bei den Köchen, sehen Sie hier die Ausbildungsinhalte, die verstärkt wurden, wie zum Beispiel im Punkt 3, die Vor- und Nachbereitung von Arbeiten für die Speisenzubereitung. Da spielt auch das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle. Sie sehen, die Anwendung der grundlegenden Arbeitstechniken sind 10 Wochen, also das sind die Grundlagen in der Küche, die sind eigentlich relativ gleich geblieben im Verhältnis zu vorher. Der Service ist ein bisschen weniger geworden, sind wir jetzt bei 4 Wochen. Wir haben ja eine bestimmte Anzahl von Wochen zur Verfügung und da musste man halt die neuen Inhalte versuchen mit einzuarbeiten und dementsprechend mussten ein paar Themen weniger gemacht werden. Zu Inhalt 7, Zuweitung von pflanzlichen Nahrungsmitteln und Pilzen, sehen Sie mit 15 Wochen, hat sehr großen Anteil bekommen, vegetarisch, vegane Küche, wird als Grundlage gelehrt. Dann kommt nochmal die Zusatzqualifikation mit 10 Wochen, glaube ich, dazu. Fleisch, Fisch bleibt, Fisch ist ein bisschen weniger geworden, da geht es viel ums Kennenlernen, aber nicht ums direkte Verarbeiten und dementsprechend eben auch ein bisschen weniger, dass wir die Syntax ein bisschen weniger runtergesetzt haben quasi. Ja, in dem 19. bis 36. Ausbildungsmonat, da kommt halt dazu die Umsetzung des nachhaltigen Einsatz von Maschinen, Geräten, Arbeitsmitteln, saisonale Lebensmittel zum Beispiel, Ressourcenschutz ist ein großes Thema. Kennzeichnung von Speisen und Gerichten ist auch ein großes Thema, was es früher noch nicht gab. Da müssen die zukünftigen Auszubildenden gelehrt werden. Und Inhalt 16, Sicherstellen von Warenflüssen, Kalkulation, Kosten und Preisen, sieht man auch, 8 Wochen ist eigentlich auch eine sehr, sehr große Zeit. Da soll halt ja versucht werden, so ein bisschen die unternehmerische Tätigkeit den Auszubildenden darzulegen. Verkauf von Gästen, Beratung von Gästen so rum, sowie Verkauf von Produkten und Dienstleistungen, ein bisschen Marketing sind auch wichtig heutzutage und ganz unten Anleiten und Führen von Mitarbeitenden, das war uns auch sehr wichtig, dieses Thema mit 8 Wochen auch sehr viel Zeit. Wie geht man, ja, nachhaltiges Team, nachhaltiges Führen von Teams, wie geht man mit Aushilfen und mit einfachen Mitarbeitern, die man anleiten muss und dementsprechend hat es auch noch sehr viel Zeit bekommen. Gehen wir wieder zur Prüfung, Andreas. Genau, ich übernehme sehr gerne. Wir haben gestreckte Abschlussprüfung Teil 1, GAP 1. Wann findet diese statt? Sie findet im 4. Ausbildungsjahr, Halbjahr statt. Was wird geprüft? Die Inhalte der ersten 18 Monate. Die Gewichtung ist 25% auf das Gesamtergebnis. Und die Rückfalloption, mindestens 50 Punkte müssen erreicht werden, damit, falls man den Koch im ersten Anlauf oder gar im dritten Anlauf nicht besteht, hat man automatisch auf Antrag die Fachkraft Küche. Der Prüfungsbereich lautet hier Zubereitung von einfachen Speisen und Gerichten. Wir haben auch hier einen schriftlichen Teil mit 60 Minuten, der wieder 30% in die Note einfließt. Wir haben eine Arbeitsaufgabe inklusive einem Fachgespräch. 240 Minuten dauert das Ganze und geht mit 70% in die Endnote ein. Und GAP Teil 1 entspricht der praktischen Abschlussprüfung Fachkraft Küche. Auch hier gibt es einen Warenkorb, 14 Tage vor dem Prüfungstag, Bekanntgabe des Warenkorbes durch die zuständige IHK. Die Liste 1 hat wieder die Pflichtbestandteile, die zu verwenden sind. Die Liste 2 hat die sogenannten Wahlbestandteile, Auswahl der Inhalte je nach Bedarf, was der Prüfling davon benötigt oder auch nicht. Auf deren Grundlage kann ein Arbeitsablaufplan erstellt werden. Die Erstellung des Ablaufplans ist auch hier wiederum freiwillig. Der Ablaufplan kann auch hier am Prüfungstag mitgebracht und als Hilfsmittel verwendet werden. Und bewertet werden nur die Arbeitsaufgabe und das Fachgespräch. Beim Fachgespräch handelt es sich hier um ein auftragsbezogenes Fachgespräch, welches dann im Anschluss an den durchgeführten Auftrag, nämlich die Arbeitsaufgabe, erst stattfinden kann. Wichtig war uns beim Fachgespräch, glaube ich, auch, dass es ein Gespräch ist und keine Wissensabfrage. Das war immer für uns so ein bisschen, dass wir uns auf Augenhöhe mit den Auszubildenden darüber unterhalten. Die gesamten Prüfungsinstrumente, die wir Ihnen heute vorstellen, sind natürlich definiert worden aus der Hauptausschussempfehlung 158 vom Bundesinstitut für berufliche Bildung. Dort kann man auch nachlesen, ob die einzelnen Gespräche entsprechende eigene Gewichtung haben oder nicht oder den Unterschied zwischen einer Arbeitsprobe und einer Arbeitsaufgabe. Kommen wir mal zur gestreckten Abschlussprüfung Teil 2. Die wiederum hat eine Gewichtung von 75% des Gesamtergebnisses.
hat einen schriftlichen Teil, bestehend aus drei Fächern, Produkte, Lagerhaltung und Warenwirtschaft, 90 Minuten und 15% der Gewichtung. Dann kommt das zweite schriftliche Fach, Technologie, Gäste, Information und Arbeiten im Team, welche wiederum 90 Minuten hat und 15% Gewichtung. Und dann Wirtschaft und Sozialkunde mit 60 Minuten und 10% Gewichtung. Wie gesagt, da gibt es die Vereinbarung mit der Kultusministerkonferenz. Dann wiederum geht es in die praktische Prüfung, Planen und Zubereiten eines Dreigangmenüs für 6 Personen. Das hat einen Zeitumfang von 6, maximal 6 Stunden und geht mit 35% Gewichtung ein. Und auch hier steht auf Antrag vom Auszubildenden Prüfung der Zusatzqualifikation 90 Minuten schriftlich. Dazu kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zurück. Und für die Rückfalloption braucht man mindestens 50 Punkte in der praktischen Prüfung, damit man dann die Fachkraftküche auf Antrag zuerkannt bekommt. Auch hier gibt es einen Warenkorb. Der Warenkorb besteht aus der Liste. 14 Tage vor dem Prüfungstag werden 2 Warenkörbe dem Prüfling bekannt gegeben. Hier ist es nicht mehr einer. Die Liste 1 besteht aus Pflichtbestandteilen. Das ist Schlachtfleisch zum Auslösen, Wild zum Auslösen, Fisch zum Filetieren oder Hausgeflügel zum Auslösen. Die Liste 2 hat Wahlbestandteile, Auswahl der Inhalte je nach Bedarf. Jeder Warenkorb muss pro Gang 1 oder 2 Lebensmittel als Pflichtbestandteile und weitere Wahlbestandteile enthalten. Vorbereitung wie eine Menüplanung für beide Warenkörbe für den Prüfungstag. Das heißt, der Prüfling kommt zukünftig mit 2 Menüs, weil er ja 2 Warenkörbe zugeschickt bekommen hat. Und der Prüfungsausschuss wählt zu Beginn der Prüfung einen der beiden Warenkörbe aus. Das heißt, der Prüfling bereitet sich auf 2 vor. Gekocht wird am Prüfungstag aber nur ein Warenkorb. Bewertet werden hier der Arbeitsablaufplan im Gegensatz zur GAB 1, die Arbeitsaufgabe und das Fachgespräch. Und hier haben wir ein fallbezogenes Fachgespräch. Er erstellt eine Menüplanung und einen Arbeitsablaufplan für das Dreigängemenü für 6 Personen auf Grundlage des gewählten Warenkorbes. Zubereitet und anrichten wird er den ersten Gang, eine warme und eine kalte Vorspeise oder Suppe. Ein Hauptgericht aus Schlachtfleisch, Wild, Hausgeflügel oder Fisch, aus bezogener Soße, 2 Gemüsebeilagen unter Verwendung von verschiedenen Garverfahren und 1 Sättigungsbeilage. Und der 3. Gang ist das Dessert mit einer Cremespeise oder einer gefrorenen oder einer gebackenen Komponente. Man sieht auch hier, es ist hoher Wert darauf gelegt worden, dass die Fachlichkeit und auch die berufliche Handlungskompetenz gut geprüft werden kann durch die einzelnen Ausschüsse. Genau, die 14 Tage vorher, der Warenkorb war auch nur ein Konsens zwischen allen, war eine große Diskussion, wie machen wir das nun am Warenkorb am Tag oder Warenkorb zuschicken. Deswegen sind die 14 Tage, glaube ich, ein ganz guter Konsens zwischen allen und kann ganz gut gewählt werden. Genau, es gab auch die Diskussion zu sagen, man macht eine Blackbox und der Prüfling kommt und hat keinen Warenkorb vorher. Genau. Mhm. Ja, als Neues die Zusatzqualifikation. Ganz am Anfang dieser Neuerung scheint ja mal das große Thema Wahlqualifikation. Die wurden dann relativ zeitig wieder abgewählt oder abgelehnt. Jetzt haben wir also als Zusatz die Vertiefung, die vegetarische und vegane Küche. Die ist 8 Wochen zusätzlich für Auszubildende, die interessiert sind, für Auszubildende, denen man es sozusagen auch zutraut, diese Vertiefung zu machen. Wir alle wissen, dass das Gewicht der Pflanzenküche steigt und dass die Vertiefung, muss man immer davon ausgehen, ist Mindeststandards und der Konsens zwischen allen Berufsauszubildenden Betrieben. Die vegetarische und vegane Küche, so ein bisschen sehen Sie da Punkte, die halt in diesem Rahmenlehrplan sozusagen mit drin sind. Traditionelle und moderne vegetarisch-vegane Speisen, Berücksichtigung des Nährstoffgehalts, vitaminschonend, Lieferanten saisonal und nachhaltig und eben auch die beratende Tätigkeit ist uns da auch wichtig gewesen. Wird rein betrieblich ohne Schule ausgebildet und wird dann, da kommen wir dann zur nächsten Seite, die Prüfung Zusatzqualifikation für vegetarische und vegane Küche wird auf Antrag des Auszubildenden, wenn er glaubhaft nachweisen kann, dass ihm die erforderlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt worden sind. Die Prüfung ist gesondert, aber findet im zeitlichen Zusammenhang mit der GAB Teil 2 statt, 90 Minuten und nur schriftlich. Auszubildende muss also am Tag der Prüfung nochmal 90 Minuten zusätzlich mitbringen, und hat dann zum Schluss bestanden, wenn er mindestens ausreichend hat. Die Inhalte sind dann halt vegane und vegetarische Speisen und Gerichte, Menüs zusammenstellen und zubereiten, unter besonderer Anforderung und unter Berücksichtigung der individuellen Ernährungsweisen.
Genau. Kommen wir kurz zur Zusammenfassung. Genau. Wir haben die gestreckten Abschlussprüfungen gehabt. Das ist die Abkürzung. Wir haben die GAP 1 im vierten Ausbildungsjahr, geht mit 25% in das Endergebnis. Die gestreckte Abschlussprüfung Teil 2 findet am Ende der Ausbildung statt, geht mit 75% der Wertigkeit ins Endergebnis. Dann kommt der Koch und die Köchin, die Rückfallebene auf die Fachkraft Küche, wie bereits erwähnt. Wir haben dann den Fachmann, Fachfrau für Systemgastronomie und den Fachmann, Fachfrau für Restaurant und Veranstaltungsservice. Auch dort gibt es die Rückfallebene auf die Fachkraft Gastronomie. Der Hotelfachmann und die Hotelfachfrau beziehungsweise der Kaufmann und die Kauffrau für Hotelmanagement haben keinen zweijährigen Ausbildungsberuf bekommen. Das ist der Arbeitgeberseite nicht gelungen. Auch deshalb gibt es da keine Rückfallebene. Ja, das war schon mit der Präsentation von uns, ne? Zu den wichtigsten Punkten und Themen. Sie genau. haben viele Fragen im Chat gestellt. Da wart ihr jetzt aber richtig fix, ihr beiden Berliner, muss ich jetzt mal sagen. Erstmal vielen Dank an der Stelle für die Präsentation, die jetzt hiermit beendet ist. Wir haben ein bisschen was gesammelt. Da wollen wir vielleicht einmal mit anfangen. Es kam eine Frage von Alexander Wolter aus Hamburg. Es betrifft die Bereitstellung von zwei gleichwertigen Warenkörben. Ihr wisst sicherlich, was er meint, wenn er fragt, wie man sich das vorstellen muss. Also, wenn ich jetzt mal antworten darf, als ein Organisator von praktischen Abschlussprüfungen, dann hat man ähnliche Warenkörbe, wie man sie jetzt auch hat. Man schickt dem Prüfling halt nur zwei von den Warenkörben zu. Also ich weiß ja nicht, wie die Organisation in Hamburg ist. Wir hier in Berlin arbeiten mit insgesamt 7 Warenkörben pro Prüfung. Wir würden jetzt nichts anderes machen, als 2 Warenkörbe hinschicken. Und die Gleichwertigkeit ist ja schon allein deshalb gegeben, weil letztendlich muss ja Fisch zum Filetieren drin sein oder Fleisch halt im Knochen. Und das muss ja in beiden Warenkörben dann vorhanden sein. Okay. Genau. Gut, wir bleiben mal bei der Prüfung, weil da sind doch einige, die zur Prüfung Fragen haben. Bei der GAP 1, vielleicht fangen wir damit mal an. Auch nochmal, Alexander Wolter, wenn es dazu kommen sollte, dass ich die 50 Punkte der GAP 1 nicht erreicht habe, wiederhole ich sie dann, um sicherstellen zu können, dass ich etwas überhaupt erreicht habe? Also wenn man weniger als 50 hätte? Für die Rückfalloption? Ja. Das geht dann nicht, nein. Wenn man die 50 Punkte nicht erreicht hat, kann man die Rückfalloption nicht ziehen, als wenn man dann den Kopf insgesamt nicht bestanden hat. Sollte man die GAP 1 nicht bestehen, kann man sie erst wiederholen nach der gestreckten Abschlussprüfung Teil 2. Okay. Ich hoffe, das war ausreichend für Alexander Wolter, sonst muss er sie nochmal melden bei uns. Mhm. Dann haben wir weitere Fragen zur Prüfung. Ob in der Abschlussprüfung, fragt, ich glaube, es ist Frau Appenzeller, ob in der Abschlussprüfung keine aufgeschlagenen Soßen möglich sind? In dem Falle nicht, weil es steht eindeutig gezogene Soße. Okay. Die aufgeschlagene Soße könnte man, wenn man es möchte und den Warenkorb so gestaltet, bei der Vorspeise mit überlegen. Naja, das ist ja die übliche Diskussion, die wir die ganze Zeit immer hatten, den Mindeststandard für alle Betriebe. Ja. Und aufgeschlagenen Soßen, das kann man darüber diskutieren. Das ist jetzt noch Standard in vielen gastronomischen Berufen. Und wir müssen ja vom Systemgastronomen bis zum Sterne-Gastronomen alles irgendwie abdecken mit der Berufsausbildung. Deswegen haben wir da auch, glaube ich, ein paar Abstriche gemacht, was die Ausbildung und die Prüfung betrifft. Und aufgeschlagene Soßen war, glaube ich, auch ein großes Thema bei der Sachverständigensitzung. Kann ich mich daran erinnern, ne? Der Anteil der aufgeschlagenen Soßen ist auch minimiert worden im Bereich der, Fertigkeiten und Kenntnisse, und die Taxonomiestufe ist auch nicht so hoch. Mhm. Das ist so ähnlich gemacht worden wie bei den Schalen- und Krustentieren. Ne? Da geht es nur noch darum, entsprechend das zu kennen, die Zubereitungsart zu kennen, aber nicht mehr sie anzuwenden. Das heißt, wir werden keine der Prüfungen jemals mehr Schalen- und Krustentiere sehen, zumindest nicht in den Prüfungen. Was dann die Betriebe daraus machen, ist etwas ganz anderes, weil das, was ja definiert worden ist in der Ausbildungsverordnung, sind die Mindeststandards. Und ja. Darüber hinausgehen darf natürlich jeder Betrieb einmal, wenn er das möchte. Okay. Dann bleiben wir noch mal kurz bei der Zwischenprüfung. Da fragt Tobias Reinecker, bisher wurden ja von den Berufsschulen individuell die Prüfung erstellt, wenn er das richtig wiedergibt. Und wird das nun zentral geschehen? Ja,
Das wird zentral geschehen durch die Aufgabenstellungseinrichtung AKA, Aufgabenstellungseinrichtung für kaufmännische Abschlussprüfungen. Und auch dort werden wir zentrale Termine bekommen. Okay. Dazu passt eine Frage von Pierre Meyer, der fragt, bisher waren 4 Wochen vor der Prüfung der Warenkorb bekannt gegeben. Aus den Berichten geht hervor, dass es dann nur noch 2 Wochen sind. Genau. Stimmt das? Das sind jetzt exakt nur noch 2 Wochen. Wie Heiko Becker es vorhin gesagt hat, das war der Kompromiss, auf den man sich hat einigen können, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseitig, zu sagen, wir machen aus den 4 Wochen, machen wir jetzt 14 Tage. Es sind keine 2 Wochen, es sind 14 Tage. Das ist rechtlich ein Unterschied. Und die zuständige Stelle muss jetzt gewährleisten, dass der Warenkorb vor dem praktischen Prüfungstermin tatsächlich 14 Tage vorher da ist. Der darf nicht mehr 15 Tage vorher da sein oder 13 Tage. Okay. Dazu könnte André Strungs Frage passen, ob die Auswahl des Prüfungsmenüs auch vor dem eigentlichen Prüfungstag erfolgen kann. Also wie soll sonst der Einkauf organisiert werden? Nein, kann sie nicht. Kann sie nicht, weil die Verordnung sehr deutlich sagt, dass das am Tag der Prüfung durch den Prüfungsausschuss bekannt gegeben wird. Den Einkauf kann man insoweit organisieren, weil auch da haben wir uns in Berlin schon mal mit auseinandergesetzt, indem ja im Vorfeld bekannt ist, welche beiden Warenkörbe pro Tag an die Prüflinge gehen. Und der Ausschuss entscheidet im Vorfeld, welcher Warenkorb dann tatsächlich praktisch geprüft wird. Und dem Prüfling wird es an dem Tag nur gesagt, dass es Warenkorb A ist, je nachdem, wie man sich damit hilft. Und dann kann man auch den entsprechenden Einkauf organisieren. Okay. So, jetzt muss ich ein bisschen sortieren. Jetzt geht es einmal um die Fachgespräche. Auch in der Prüfung, nicht? Ob es Vorgaben für die Inhalte und die Bewertung derselben gibt, fragt auch nochmal Tobias Reinecke, also Fachgespräche als Thema. Also letztendlich ist ja die Bewertungskriterien sind ja Entscheidungsgrundlage des Prüfungsausschusses der jeweiligen zuständigen Stelle, wo und die entscheiden auch, wo sie dann den Schwerpunkt drauf liegen. Es gibt Umsetzungshilfen, die das Bundesinstitut für berufliche Bildung veröffentlicht hat. Dort gibt es auch einen Musterbewertungsbogen, auch für die Fachgespräche. An dem kann man sich orientieren, muss man sich aber nicht orientieren. Wie gesagt, die Bewertungskriterien entscheidet der Prüfungsausschuss vor Ort. Und was inhaltlich geprüft wird, ist basierend immer auf der Arbeitsaufgabe. Das ist die Basis des Gesprächs und es ist immer, wie Heiko Becker es auch gesagt hat, ein Gespräch auf Augenhöhe. Es ist keine Wissensabfrage mehr. Es ist nicht mehr wie aktuell das gastorientierte Gespräch. Heißt das hier. Ja. Ja. Genau. Okay, ich wechsle mal kurz. Wir kommen nochmal wieder zurück zur Prüfung, keine Sorge. Einmal kurz zu den Inhalten. Da wurde von Franz Kuttenberger gefragt, Englisch würde ja auch noch stattfinden, was denn da von Unterrichtsstunden abgezogen würde. Was in der Verbindung mit weniger Stunden und Englisch, könnt ihr die Frage einordnen? Ich kann sie nicht Englisch, einordnen. Englisch findet ja auch noch statt. Wir haben ja Rahmenlehrpläne, die dann erstellt wurden, ob da Englisch drin ist. Die wurden von der KMK, glaube ich, erstellt, die Rahmenlehrpläne. Und dann Englisch wird bestimmt noch irgendwo Bestandteil sein. Ne? Aber wir haben uns ja direkt auf die praktische Ausbildung. Okay. Wir befassen uns damit sozusagen, ja. Gut, notfalls würden wir, Herr Kuttenberger, wenn die Frage nochmal auftaucht und wir Ihnen gerne da weiterhelfen, gerne eine E-Mail an köche@vqd.com. Das gilt übrigens für alles, was wir heute besprechen oder sagen und dann versuchen wir das im Nachgang zu beantworten. Mhm. Dann habe ich noch 2 Dinge vielleicht an der Stelle zum Thema Fachkraft, Küche. Berin Dorak fragt, ob die Ausbildung Fachkraft Küche der Ausbildung Fachpraktiker Küche höher gestellt sei. Vom DQR-Stufe ist sie dem höher gestellt. Ja, aber das ist eine Vollausbildung und der Fachpraktiker ist ja eine theoriereduzierte Ausbildung und das ist ja der Zugang nur für junge Menschen mit Behinderung. Auch, okay. Auch die Fachpraktikerregelungen beziehungsweise auch sicherlich der Küchenmeister, der aktuell geltende, werden im Laufe der nächsten 2 bis 3 Jahre entsprechend novelliert. Auch da ist man schon in den Gesprächen seitens des DEHOGA und der Gewerkschaft. Okay. Die Fachkraftküche ist jetzt halt mit der Ausbildungsordnung sozusagen verordnet und der Beikoch oder Fachpraktiker ist ja dann nur in der, der hat keine Ausbildungsverordnung im klassischen Sinn und deswegen genau. Rechtlich gesehen heißt es da Ausbildungsregelung. Hm. Ich bleibe nochmal bei Fachkraft Küche. Da geht es diesmal um die Lehrkräfte. Andreas Richard fragt, welche Lehrbefähigungen denn notwendig sind für die Lehrkräfte in der Berufsschule.
Da gibt es zum Beispiel in seiner Berufsschule die Bereiche Bäcker und Fleischer. Und da ist er interessiert an der Lehrbefähigung. Schwierige Frage an Praktika zu stellen, zu fragen, wer darf die Fachpraktika oder wer darf die Fachkraft Küche ausbilden, also mindestens mal der auch die Köche ausgebildet hat. Und sicherlich werden wir auch die Prüfungsausschüsse aus dem Beruf Koch rekrutieren. Ansonsten hatten wir ja auch aktuell noch in der gültigen Verordnung von 1998 hatten wir ja auch der Fachkraft Gastgewerbe, die sich ja dann gedrittelt hat in Service, Wirtschaftsdienste und Küche. Da gibt es ja auch noch Lehrer, die dann entsprechend da sind und die können es garantiert auch mit ausbilden. Ja. Ja, und auch gerade in dem Hinblick auf die Prüfung. Die Abschlussprüfung ist gleichzeitig die GAP 1 der Köche. Dementsprechend werden es wahrscheinlich dann auch die Köche-Ausbildung prüfen, sozusagen auch ausbilden. Gut. Ja. Wie gesagt, wenn Fragen offen sind, einfach eine Mail, da versuchen wir es im Nachgang. Dann wechsle ich einmal zum Thema Rahmenlehrpläne. Da weiß ich nicht, wie weit wir da kommen. Gibt es schon die Rahmenpläne für die Schulen? Also Sie meint, Herr oder Frau Schweiger meint nicht die Ausbildungsrahmenpläne für die Betriebe, sondern die für die Schulen. Habt ihr da Erkenntnis? Die sind veröffentlicht worden von der Kultusministerkonferenz. Die kamen circa einen Monat nach den Ausbildungsordnungen. Und die Schulen müssten ja schon dabei sein und die entsprechend runterbrechen und die entsprechend mit Leben zu füllen. Also ich weiß, dass unser OSZ-Gastgewerbe dafür eine Klausurtagung nächste Woche einmal hat und entsprechend sich dann vorbereitet auf den Start des Ausbildungsjahres 1.8. Ich weiß, wir haben bei uns auf der Website was verlinkt. Da kann man auch gerne nochmal immer nachschauen, vkbd.com. Ansonsten kommen wir da auch nochmal zurück mit den Informationen. Definitiv veröffentlicht sind sie auf der Seite Ausbildung, Seite vom DEHOGA. Vom DEHOGA, richtig. Eigens geschaffene Seite, ja. Richtig. Da, genau. Davon gehe ich aus. Da haben wir auch verlinkt. Genau. Sehr gut. Ja. Ich mache nochmal einen kleinen Abstecher zu den Zusatzqualifikationen. Ob es da einheitliche Vorgaben gibt, fragt Frau Appenzeller für die Prüfung, für die Zusatzqualifikation. Gibt es da Vorgaben, Bewertungskriterien, von denen wir wissen, die einheitlich sein könnten? Wurde das schon irgendwie angesprochen? Wir haben die Hoffnung, dass wir die vegetarisch-vegane Zusatzqualifikation auch als bundeseinheitliche Prüfung seitens der AKA bekommen. Und damit werden da auch die entsprechenden Erstellungsgremien die Aufgaben erstellen und damit sind sie halt einheitlich. Mhm. Dazu passt die Frage von André Strunk, ob eine rein vegetarische Kochabschlussprüfung eigentlich auch möglich sei. Nein, ja, geht aktuell nicht. Dagegen hat sich tatsächlich das gesamte Gremium hat sich dagegen entschieden. Und deshalb gibt es auch die vegetarische, vegane Zusatzqualifikation, um dieser Ernährungsform halt die entsprechende Bedeutung beizumessen. Entschuldigung, Heiko, ich wollte hier nicht dazwischen funken. Nee, du hast ja noch richtig gesagt, es geht ja um die breite Grundbildung und da gehört ja nochmal Fleisch und Fisch als Koch sozusagen heutzutage noch dazu. Vielleicht ändert sich bei der nächsten Ausbildungsverordnung. Aber man sagt ja mal, nach der Ausbildung ist vor der Ausbildungsverordnung und dementsprechend mal gucken, was da passiert. Aber im Moment ist es nicht möglich, ja. Fleisch und Fisch ist ein großes Thema. Ich wechsle mal wieder zum Thema Prüfung, weil das tatsächlich das ist, was da am meisten Fragen aufwirft. Da gibt es, glaube ich, es geht in die Richtung, Alexander Wolter fragt das, aber es gibt auch noch jemand anders, der in die Richtung geht. Der Arbeitsablaufplan, Kochen, mündliche Prüfung, man hat sich einen Plan gemacht, wie gestaltet man den Tag? Also gibt es eine maximale Zeit, in der geprüft werden darf, wird gefragt. Und kann man auch die Menüs, fragt Ines Fischer, von zu Hause aus zuarbeiten? Also das mischt sich gerade so ein bisschen. Ich glaube, es geht um die Abläufe des Tages selbst. Ja, es gibt eine maximale Prüfungszeit, die ist genau definiert, genau 6 Stunden. Man darf da nicht drüber hinausgehen. Mhm. Das heißt, die gesamte Prüfung muss in diesen 6 Stunden stattfinden. Den Arbeitsablaufplan schreibt der Prüfling am Tag der praktischen Prüfung, wenn wir jetzt beim dreijährigen Ausbildungsberuf sind und bei der gestreckten Abschlussprüfung Teil 2. Und die Menüs bringt er fertig geschrieben mit. Okay. Weil er ja zu dem Zeitpunkt, wenn er zur Prüfung kommt und den Arbeitsablaufplan schreibt, weiß er noch nicht, welchen der beiden Warenkörbe er tatsächlich bekocht. Mhm. Das wird ihm ja erst an dem Tag der praktischen Prüfung mitgeteilt. Okay, dazu passt vielleicht, ist es richtig, dass die IHK dann tageweise die Warenkörbe verschicken müsste? Ja, das müssen wir. Das müssen wir in der aktuell geltenden Verordnung bereits, weil dort steht 4 Wochen vorher.
Auch hier kann ich wieder nur auf die Erfahrung von Berlin zurückgreifen. Wir versenden genau 4 Wochen vor dem praktischen Termin des Prüflings A seinen Warenkorb. Und Prüfling Z, der halt 3 Wochen später hat, kriegt seinen Warenkorb auch entsprechend später. Okay, ich habe nochmal eine Nachfrage von Julia Schmidt, die fragt, ob der AKA auch die praktische Prüfung zentral erstellt oder nur wie bisher die theoretische Prüfung. Du lachst, warum lachst du da gleich? Na, ich lache deshalb, weil es natürlich, wenn man über das ganze Thema Vergleichbarkeit von Prüfungen sich unterhält, wäre es auch sinnig, dass die AKA die praktischen Prüfungsaufgaben erstellt. Soweit sind wir aber noch nicht in der Planung. Die Frage einfach nochmal einen Moment zurückstellen und vielleicht können wir die irgendwann beantworten. Zum aktuellen Zeitpunkt nicht, nein, aktuellen Zeitpunkt nein. Gut, einmal kurz nochmal sortieren und wir bleiben bei der Prüfung, glaube ich, weil es Sabine Kroschwald fragt nach dem finanziellen Rahmen für den Einkauf der Zutaten. Es sei unter den Bedingungen nicht mehr möglich, den Einkauf so gut zu kalkulieren. Nachvollziehen? Ja, das ist total nachvollziehbar. Das ist auch für sicherlich die ein oder andere zuständige IHK eine Herausforderung. Wir hatten ja Land auf, Land ab IHKs, da haben die Prüflinge ihren Warenkorb selbst mitgebracht am Tag der praktischen Prüfung. Und in der aktuellen, also in der dann geltenden Verordnung, ab 1.8. steht ja drin, ist von der zuständigen Stelle zur Verfügung zu stellen. Das heißt, alle IHKs müssen jetzt den Einkauf entsprechend gewährleisten. Und durch die Liste 2, die entsprechenden Wahlbestandteile, kann es für die ein oder andere Prüfung tatsächlich teurer werden. Ja, das ist aber bewusst, das hat man bewusst in Kauf genommen. Also das haben die Sachverständigen gewusst, als sie die Entscheidung so getroffen haben. Ja, aber die aktuelle Entwicklung konnte man ja nicht einschätzen. Aber wir haben schon versucht, auch ein bisschen weniger, gibt ein bisschen weniger zum Kochen sozusagen. Und eigentlich ist es auch möglich, da ein bisschen zu sparen. Also. Okay. Ich glaube, ihr müsst noch mal ein bisschen ausholen in Sachen Rückfalloption und GAP 1 und GAP 2 mit den 50 Punkten. Da gab es jetzt 2 Rückfragen, einmal von Julia Schmidt und Kerstin Flesch, wie das mit dem Durchfallen jetzt wirklich ist, beziehungsweise was passiert, wenn er in der schriftlichen Prüfung weniger Punkte erreicht hat. Vielleicht kann man das generell noch mal umschreiben. Also die Rückfalloption ist ja dann gegeben, wenn der Auszubildende bei der GAP gestreckte Abschlussprüfung Teil 2 nicht besteht. Dann hat er die Möglichkeit auf Antrag, das zu bekommen, wenn er bestimmte Voraussetzungen erfüllt. So, die muss ich mir jetzt mal selbst mal auswendig, habe ich die nämlich in der Tat auch noch nicht. Mhm. Kann mal jemand ein bisschen Musik einspielen? Heiko, wollen wir singen? Nee, wir singen. Ein bisschen Fahrstuhlmusik vielleicht? Ja, das wäre nicht schlecht. Derweil versuche ich Ihre Fragen und Ihre Antworten nicht, die haben wir ja noch nicht, aber Ihre Fragen ein bisschen zu sortieren. Vielen Dank übrigens an der Stelle in das Publikum. Wir sind jetzt weit über 100 übrigens in der Runde. Sie sehen sich einander ja nicht, aber da sind ein paar, die auch zuhören. Das freut uns sehr. Uns freuen auch die Fragen. Bitte sehen Sie uns nach, dass wir ein bisschen sortieren müssen. Das versuchen wir gerade. Und der Herr Tröger guckt mal nach der Rückfalloption. Er hat tatsächlich sortiert. Ich werde annehmen. Der Koch muss in der Abschlussprüfung das Fach Produkte, Lagerhaltung und Warenwirtschaft bestehen. Er muss Wirtschaft und Sozialkunde bestehen. Und er muss bei der praktischen Prüfung 50% erreichen. Und dann bekommt er die Möglichkeit, wenn er in der GAP 1 den Prüfungsbereich Zubereiten von einfachen Speisen und Gerichten auch bestanden hat, bekommt er die Möglichkeit, die Fachkraft Küche zuerkannt zu bekommen, ohne eine Prüfung davon zu machen. Ist es jetzt klarer? Das geht nur mit der Durchlässigkeit, ne? Das ist die Rückfalloption, das ist nicht die Durchlässigkeit. Bei der Durchlässigkeit sprechen wir immer dann, also sind die Anrechnungsmöglichkeiten. Ja. Nochmal zum Verständnis, 50 Punkte, fragt Herr Rainer Müller-Schuck, heißt doch eigentlich bestanden, wir reden quasi von 49, oder? Genau, mindestens 50 Punkte in der praktischen Teil muss er haben. Also er muss bestanden haben im praktischen Teil, weil der ist ja ein extra Teil in der GAP. Okay, gut, das wäre dann, die 50 heißt dann tatsächlich bestanden. Genau. So, jetzt kommen wir nochmal zu den theoretischen Inhalten. Und zwar, wer wird die wohl bei den Prüfungen, fragt Tobias Reinecker, korrigieren? Prüfungsausschuss? Die theoretischen Inhalte der Prüfung, wer korrigiert die?
Theoretisch. Ja. Also der Rechner, er sagt, glaube ich, PC. Jetzt habe ich es. PC oder Ausschuss? Also PC oder Menschen? Ich glaube, das ist die Frage. Also, das, mit Novellierung des Berufsbildungsgesetzes 2020 haben wir die Situation bekommen, dass die gebundenen Prüfungsaufgaben nicht mehr durch den Prüfungsausschuss korrigiert werden, sondern durch die Auswertungsgesellschaften. In diesem Falle haben wir eigentlich nur noch, also wir haben Wirtschaft und Sozialkunde ist definitiv gebunden. Wir wissen noch nicht, in welche Richtung die AKA geht, was die beiden anderen Fächer angeht, Produkte, Lagerhaltung und Technologie, ob die ungebunden oder gebunden sein werden. Wenn eins davon auch ungebunden ist, also heißt gebunden ist, also Multiple Choice, werden diese auch ausgewertet durch die entsprechenden Auswertungsgesellschaften. Die ungebundenen werden selbstverständlich weiterhin durch den Prüfungsausschuss ausgewertet. Okay, da sind dann schon noch Menschen am Start, die sich das angucken. Ja. Ja. Sehr gut. Ich komme nochmal zurück. Wir hatten es vorhin kurz von Englisch. Da hat Peter Namislo, Peter, den kennen wir, noch eine Frage. Und zwar, Englisch würde nun in allen drei Lehrjahren unterrichtet, heißt es. Die Frage ist, von welchen anderen Fächern diese Stunden über das Fach nun abgezogen werden im zweiten und dritten Lehrjahr. Weiß man das? Kann ich nicht beantworten. Gut, da würden wir, es kann auch, manchmal ist es ja tatsächlich auch es ist nicht bundeslandabhängig in keiner Form, oder? Könnte es bundeslandabhängig sein? Doch, weil die Bundesländer können ja, weil Bildung ist ja nicht bundeseinheitlich geregelt, das kann jedes Bundesland entsprechend anders definieren. Das sind ja Rahmenlehrpläne, die geben einen Rahmen, von dem kann man abweichen. Deshalb okay. Muss man das tatsächlich bundeslandspezifisch erfragen bei der entsprechenden zuständigen Stelle. Mit zuständiger Stelle meine ich jetzt nicht die IHK, sondern das Bildungsministerium oder ja. Senatsverwaltung für. Genau, Herr Müller-Schuck bestätigt gerade auch im Chat, Landeshoheit wird da gesagt, das ist aber genau das, worüber wir sprechen. Und auch Franz Kuttenberger hatte sich nochmal auf Englisch bezogen. Das scheint, ob das jetzt eine bayerische Besonderheit ist, weiß ich gerade nicht, aber die Herren sind beide in Bayern ansässig und da ist, wo das Fach Englisch irgendwie, es würden Stunden fehlen und sie wüssten nicht, wo das kompensiert würde. Aber da würden wir euch herzlich bitten, das einmal vor Ort in der Region abzustimmen oder uns nochmal anzusprechen, wenn es da gar nicht weitergeht, ob wir vielleicht noch was helfen können. Das Bundesland Bayern war ja auch federführend für die Erstellung der Rahmenlehrpläne zuständig. Mhm. Okay, dann müssen die eigentlich auch Antworten darauf haben. Genau. Und wenn vielleicht an der Stelle, liebe Zuschauende, wenn Sie Antworten haben, die wir nicht hatten, teilen Sie die gerne mit uns, denn ich glaube, es wird immer Kolleginnen geben, die auch Fragen haben. Und wir haben auch immer noch viele Fragen, glaube ich. Manuel Mitsch gefragt uns nochmal zum Thema vegan, warum das Thema vegan-vegetarisch eigentlich nicht als Pflichtteil mit aufgenommen wurde. Na, ist ja mit aufgenommen worden. Das andere ist halt quasi eine Vertiefung. Also vegan-vegetarisch ist mit drin, aber da reden wir ja wieder von dem Mindeststandard für alle Betriebe und den Konsens. Dementsprechend ist es auch erhöht worden in den Wochen, aber wir haben halt die Zusatzqualifikation nochmal, um eben die Wertigkeit zu erhöhen. Aber es ist auf jeden Fall mit drin und auch mit großem Anteil. Das war ja auch ein Teil der Information, die man hatte, dass das eben erhöht werden sollte. Ne? Also ja, genau. Das ist ja das, was... Quasi verdoppelt fast dann ja mit der Zusatzqualifikation. Ich weiß nicht, ob ihr dazu was sagen könnt. Das fragt Frau Bankowski-Pötz. Was passiert, wenn ein Koch im dritten Lehrjahr nach dem 1.8. einen neuen Vertrag unterschreibt, weil er den Betrieb wechseln würde? Und dann würde die neue Verordnung gelten. Macht man eine einzelne Prüfung nach Prüfling nach neuer Ordnung oder wie geht man damit? Sind das Fragen, die öfter vorkommen vielleicht? Das ist ein Wunderpunkt. Das muss man tatsächlich mit der jeweiligen zuständigen Stelle klären, rein formal. Wenn er nach dem 1.8. seinen Ausbildungsvertrag kündigt und einen neuen schließt, gilt es nach neuer Verordnung. Da muss tatsächlich eine einzelne Prüfung gemacht werden nach neuer Verordnung. Der muss auch in die GAP 1, weil er muss die GAP 1 gemacht haben, damit er die GAP 2 machen darf. Und GAP 1 und GAP 2 müssen sogar mit 3 Monaten auseinanderliegen. Die dürfen nicht direkt hintereinander folgen, sagt auch die Verordnung aus. Deshalb muss man da tatsächlich mit Fingerspitzengefühl schauen, inwieweit man andere Lösungen findet. Ja, das ist für den Prüfling selbst ja auch dann schwierig, also für alle Beteiligten im Zweifel. Ne? Ja, gut. Weil ja auch anders ausgebildet worden ist, ne? Darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Ich habe 1-2 Fragen zum Thema Arbeitsablaufplan. Einmal von Timo Reinhold, ob man wieder nur 15 Minuten dafür hätte, wird das schreiben. Und mit welcher Punktzahl der Arbeitsablaufplan gewertet würde in Zukunft? Heiko, hast du zufälligerweise im Kopf, mit wie vielen Minuten der Arbeitsablaufplan ist?
Habe ich auch nicht, okay. Kriegen wir aber raus. Müsste man nach Umsetzungshilfe gucken, glaube ich. Da steht das auch. Genau. Und die Bepunktung entscheidet auch der Ausschuss, mit wie viel Prozent er eingeht. Genauso wie der Ausschuss ja auch die Binnengewichtung nochmal ändern kann und kann sagen, wir geben in dem Dreigang-Menü geben wir der Vorspeise nur so und so viel Prozent, dem Hauptgang geben wir eine X-Prozentzahl und dem Dessert geben wir noch eine Y-Prozentzahl. Mhm. Und genauso macht er das dann auch entsprechend mit den Fachgesprächen. Das ist und bleibt einzig und allein Aufgabe der Prüfungsausschüsse. Sollte es der DIHK ist auch gerade dabei, da auch nochmal eine Empfehlung zu schreiben zum Thema Bewertungsbögen über die Umsetzungshilfe hinaus. Wenn man den zum Beispiel übernimmt, muss auch unter dem Bewertungsbogen drunter stehen, dass man den übernommen hat als Ausschuss. Das ist rechtlich verpflichtend. Okay. Sabine Koschwer hat nochmal eine Rückfrage zu den beiden Menüs, die geplant werden, weil es da um die Einreichung der Mappen geht, beziehungsweise Abgabe der Mappen hätten 4 Wochen Bearbeitungszeit und wie man dann mit den eingereichten Menüs umgehen soll beim Korrigieren und Bewerten. Wie erfolgt da die Bewertung der Mappen? Ich weiß nicht, was die Mappe ist, weil wir haben keine Mappen. Ich weiß, dass es Bundesländer gibt, in denen der Prüfling den Warenkorb bekommen hat. Dann hat er das Menü geschrieben und dann hat er eine Anforderungsliste der jeweiligen zuständigen Stelle geschrieben. Und auf Basis dieser Anforderungsliste wurde dann entsprechend eingekauft. War und ist allerdings auch nach geltender Verordnung nicht gestattet, weil der Prüfling hat 4 Wochen Zeit, und so ist es auch gedacht mit den 4 Wochen, seinen Warenkorb zu üben. Okay. Ich weiß, dass ich mir da jetzt keine Freunde mache, ist aber. Also er bringt ja quasi die 2 Menüs mit zur Prüfung und dann wird das gewählt und das kann er dann, dann kann er es eigentlich normal schreiben, sozusagen, ne? Praktisch gesehen. Nö, ja. Der bringt. Ja. Ich glaube, es ging Frau Koschwag, glaube ich, um das Bewerten dieser Mappen. Ja, ich nehme mal an, dass die Mappen genau das waren. Also die gibt es ja dann. Die gibt es ja dann nicht mehr. Die kann es ja dann nicht mehr geben. Ja, vielleicht ist die Begrifflichkeit. Genau. Ich nehme jetzt mal eine Frage raus, die ist praktische Prüfung, ob es noch für beide Berufe die Kalkulationen in der praktischen Prüfung gäbe. Könnt ihr damit was anfangen? Ich glaube, es bezog sich auf eine andere Stelle. Vielleicht ist das auch jetzt gerade ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Kalkulationen in der praktischen? Es gibt, auch da gibt es IHKs und Prüfungsausschüsse, die eine Kalkulation angefordert haben. Wir in Berlin haben nie eine gemacht, weil die Verordnung das für uns nicht hergegeben hat. Und auch die dann geltende, da kann man kalkulieren für sich alleine als Auszubildender, also als Prüfling, aber eine Kalkulation wird nicht mehr angefordert. Okay, gut. Ein Update gab es hier eben aus Bayern in Sachen Arbeitsablaufplan. Herr Wolfgang-Teufel informiert, dass es 30 Minuten dort in Bayern und dauert und mit 10% bewertet würde. Da nehmen wir mal Herrn Teufel beim Wort, der wird sich da auskennen. Eine Frage von Frau Appenzeller, die vielleicht viele interessiert, ob es mal eine Musterprüfung der GAP 1 geben wird. Mit Blick auf die Zukunft garantiert, aber nicht in den ersten 2 Jahren, weil aufgrund der Geheimhaltungssituation werden wir die ersten wahrscheinlich nicht veröffentlichen. Okay. Aber die wird es genauso käuflich zu erwerben geben, wie es die aktuellen Abschlussprüfungen auch zu erwerben gibt bei der AKA. Es wird nur ein Versatz sein, sozusagen ein Zeitversatz, weil es jetzt noch keine gibt. Genau. Also wird man auch, das, was wir Jahre hatten, wird jetzt so aufgebaut werden müssen. Sozusagen. Genau. Okay. Genau. Da bin ich jetzt auf euer Fachwesen angewiesen, von Pierre Meyer die Frage zum Thema theoretische Prüfung. Kann eine Mehrleistung keine Minderleistung mehr ausgleichen? Das müsstet ihr jetzt besser wissen. Ich bin da gerade. Ja, ich deute die Frage so, er soll 6 Punkte beantworten. Mhm. Und eine Mehrleistung, keine Minderleistung. Und nimmt dann, beantwortet aber 10. Man hat woanders weniger. Deute ich das richtig? Würde ich jetzt mal so fragen, weil... Ich kann jetzt Herrn Meyer nicht fragen, aber sollte Herr Meyer damit nicht zufrieden sein, schickt er uns bitte sehr gerne eine E-Mail, die Minderleistung und die Mehrleistung. Da würde ich wirklich drum bitten, weil... würde ich wirklich drum bitten, weil eine Mehrleistung kann eigentlich keine Minderleistung ausgleichen. Nein. Also, weil man Frage 1 ein bisschen mehr geantwortet hat, kann man nicht mit Frage 2 ausgleichen. Richtig. Das macht irgendwie Sinn. So, jetzt bin ich nochmal bei den Warenkörben. Tobias Reinecker sagt, wenn es jeden Tag einen neuen Warenkorb gäbe, ab dem 14. Tag,
würde es bei 10 Prüfungstagen 20 Warenkörbe bedeuten. Liegt das da richtig? Wenn der Prüfungsausschuss das so entscheidet, dort vor Ort, dass es 10 Warenkörbe geben soll, ja. Nee, 10 Prüfungstage? Ja. 20 Warenkörbe. 20 Warenkörbe. Hast du 20 Warenkörbe, genau. Aber die können ja, der von Tag 3 kann ja identisch sein mit der von 1. Ich kann ja auch, ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel. Ich habe 10 Warenkörbe und die kann ich ja unterschiedlich miteinander schachteln. Ich habe 1 von 1 bis 10 nummeriert und fange mit 1, 2 am ersten Tag an, 3, 4 am zweiten Tag und könnte dann ja hergehen und sagen, ich nehme 1 und 3 am dritten Tag. Also da gibt es ja x-beliebige Kombinationsmöglichkeiten der Warenkörbe. Dadurch, dass sie ja aufgrund der Verordnung fast ähnlich aufgestellt sein müssen oder aufgebaut sein müssen, sind sie auch vom Schwierigkeitsgrad fast identisch. Okay, also man muss jetzt nicht 20 ganz neu aufbauen von null an. Also man kann da quasi mischen und kombinieren, sodass sie dann immer neu daherkommen. Okay, genau. Weil 20 Warenkörbe wäre ja schon eine Herausforderung, glaube ich. Das war auch ein großer Wunsch des VKDs, eben eine einheitliche Prüfungs- und Durchführungsverordnung zu erstellen, ja, um das so ein bisschen bundeseinheitlich zu vergleichen. Im Moment hört man ja selber durch die Fragen raus, dass es in jedem Bundesland oder in vielen Bundesländern unterschiedliche Vorgehensweisen gibt. Und ich glaube, oder wir haben zumindest hier, oder wir hoffen zumindest damit, das so ein bisschen zu vereinheitlichen und bundeseinheitlich hinzukriegen, zu vergleichen eben auch. Das ist ein großes Ziel gewesen vom VKD auch. Okay, gut. Konkrete Angaben für alle IHKs wären auch noch wichtig. Und das hört man ja auch immer wieder raus, dass es da unterschiedliche Auslegungsweisen gibt. Da wäre eine Vereinheitlichung sinnvoll oder wünschenswert. Ja. Es gibt übrigens ein paar Rückmeldungen zu dem Thema Arbeitsablaufplan. Der scheint wirklich in allen Bundesländern so ein bisschen anders zu sein. Da richtet man sich am besten an seine Region und erkundigt sich da nochmal. Jetzt habe ich ein bisschen was Übergeordnetes zum Thema Fachkraft Küche nochmal. Die Angela Biedermann fragt uns, wenn Fachkraft Küche ja ein Vollberuf ist, kann man da auch den Realschulabschluss quasi damit bekommen, mit Absolvieren des Berufs? Ist das so richtig bei Kochköchen? Ja. Realabschluss, Realschulabschluss. Wenn du bestimmte Voraussetzungen erfüllst, kannst du mit dem Bestehen eines zwei- oder eines dreijährigen Ausbildungsberufes den nächsthöheren, Schulabschluss bekommen, aber nicht das Abitur. Das muss man sich allerdings tatsächlich auch in jedem Bundesland getrennt angucken, weil die entsprechenden Verordnungen da und die im Schulgesetz verankert sind, des Bundeslandes, da spielt auch Englisch eine Rolle, wie viele Stunden Englisch man hatte in der Zeit. Okay, das hat einen Effekt auf die Realschulvariante. Genau. Okay. Englisch ist ein gutes Stichwort, Andreas. Die Claudia Ludwig Schulte fragt, ob Azubis, die nicht deutsche Muttersprachlerinnen sind, ein Wörterbuch in den Prüfungen benutzen dürfen. Habt ihr davon Kenntnis oder ist das auch Individuallösung sozusagen? Es gibt hier eine Empfehlung des DIHKs. Die DIHK ist unsere Dachorganisation, keine Wörterbücher zuzulassen. Es gibt allerdings IHKs, die in ihren Prüfungsordnungen es individuell geregelt haben, dass Wörterbücher zugelassen werden können. Wir in Berlin haben das Thema Wörterbücher auch positiv entschieden, weil wir eine multikulturelle Stadt sind und wir immer mehr merken, dass aufgrund von mangelnden Deutschkenntnissen es besser ist, wenn man ein Wörterbuch Deutsch Muttersprache zulässt. Das Zulassen des Wörterbuches, was bei uns auf Antrag passiert, bedeutet aber nicht, dass man mehr Zeit für die Prüfung bekommt. Man hat die gleiche Schreibzeit. Genau. Gut. Erstmal, ich muss nochmal euch beiden Danke sagen, dass ihr so schnell springt mit den Themen, weil ich habe die hier vor mir, aber ihr habt die ja gar nicht vor euch. Und ihr macht das sehr gut. Ich versuche den Überblick zu behalten. Dann mit dem neuen Ausbildungsplan hat ein Azubi die Möglichkeit, es geht um die Verkürzung, Entschuldigung. Monika Weig-Forell fragt, ob eine Verkürzung möglich ist. Also vorzeitig auslernen nach dem neuen Ausbildungsplan. Da ändert sich nichts. Die Paragraphen des BBIGs bleiben unangetastet, so wie sie sind. Der Antrag auf vorzeitige Zulassung mit den entsprechenden Voraussetzungen gilt nach wie vor. Mhm. Okay. Vorhin war schon mal kurz angedeutet, es geht nochmal um die Warenkörbe für die Menüs. Wer bestellt? Wer bestellt die Ware, ist, glaube ich, ein Thema, auch von Laszlo Nagy aus Bremen. Bestellungen kommen von den Prüflingen oder werden wir, also die Lehrer, alles pauschal bestellen müssen? Also der Prüfling kann ja nichts mehr bestellen, weil der Prüfling seinen Warenkorb, den er bekocht, nicht kennt, wenn er zum Tag der Prüfung kommt. Ich weiß nicht, wie der Einkauf in Bremen organisiert ist. Wenn der Einkauf in Bremen über die Lehrer organisiert ist, ja, dann kaufen die Lehrer den Warenkorb zukünftig ein. Okay.
gut. Also hier hat auch Herr Müller-Schupp nochmal bestätigt, dass die IHKs ja jeweils autonom sind. Eine bundeseinheitliche Lösung, weil da hatten wir kurz vorhin drüber gesprochen, ist also eher unrealistisch. Wie würdet ihr das einschätzen? Also die IHKs sind ja immer autonom gewesen. Machen die das mit, dass sie einen Bundesdeckel kriegen sozusagen bei bestimmten Sachen? Die IHKs müssen das ja nicht mitmachen, sondern es müssen ja die Prüfungsausschüsse mitmachen. In der Organisation der Auslegung der Prüfungsinstrumente können wir autonom sein. Aber wie ich gesagt habe, die sind ja nach Hauptausschussempfehlung 158 genauestens definiert. An die muss sich jede zuständige IHK halten. Und die Nuancen können eigentlich nur vom Prüfungsausschuss kommen, beziehungsweise wenn die IHK, wie andere IHKs es gemacht haben, zum Beispiel sagt, wir organisieren den Einkauf des Warenkorbes nicht, sondern lassen den Prüfling den mitbringen. Das geht jetzt zukünftig nicht mehr, weil die Prüfausbildungsordnung sagt eindeutig, von der zuständigen Stelle zur Verfügung zu stellen. Und sie muss jetzt organisieren, wie sie das halt macht. Es gibt Fragen zur praktischen Prüfung nochmal. Ich weiß nicht, ob auch Heiko nochmal mitspielt in dem Zusammenhang. Zum einen, 6 Stunden ist richtig maximal oder gibt es da eigentlich Vorgaben, Mindestvorgaben bei der Dauer der Prüfung? Also 6 Stunden ist die Prüfungszeit sozusagen angegeben. Aber gibt es eine also ist es die maximale Zahl, gibt es eine Mindestvorgabe, fragt Frau Kroschwald? Nein. Mindestens 6, maximal 6. Achso, mindestens 6, maximal 6. Das ist ja, kann man sich in dem Fall merken. Die Texte sind jetzt bedauerlicherweise etwas anders ausgestaltet und damit ist tatsächlich 6 Stunden Pflichtzeit. Ah, okay. 6 Stunden Pflichtzeit. Und die kann man auch weder unterschreiten noch überschreiten. Verstehe. Dann nochmal eine etwas komplexere Frage, auch von Frau Kroschwald zur Bewertung, die ja unterschiedlich gewichtet werden, also nach den Hauptkriterien planen, durchführen, präsentieren. Ob es da eine einheitliche Festlegung der Prozentzahlen geben wird, also zum Beispiel 20%, 30%, ist das irgendwie beantwortbar? Ja, was Andrea schon sagte, ne, dass eigentlich der Prüfungsausschuss dann da ein großes Sagen hat und da eigentlich die Vorgaben macht. Wie sagtest du vorhin dieses Wort? Man kann es in der Binnen. Man kann die Bewertungskriterien, die in den Umsetzungshilfen sind, übernehmen. Aber letztendlich ist der Prüfungsausschuss autonom in der Entscheidung, wie er die Binnengewichtung entscheidet. Es ist natürlich etwas schwieriger, sich komplett an den von der Umsetzungshilfe vorgegebenen Kriterien vorbei zu bewerten. Weil so eine Umsetzungshilfe hat schon eine gewisse Art an Bindung, aber sie hat keine rechtliche Bindung. Ja. Darüber hinaus würde es auch nochmal vom DIHK, wird es auch nochmal eine etwas kleinere Umsetzungshilfe geben, wo sich die IHKs untereinander einigen auf entsprechende Bewertungskriterien. Aber auch die können übernommen werden, müssen das aber nicht übernommen werden. Genau. Also weil der Ausschuss ist komplett autonom in der Festlegung seiner Bewertungskriterien. Also da ist sehr viel Spielraum sozusagen jeweils noch frei. Gut, da gibt es nochmal von der Frau Bankowski-Pötz nochmal die Empfehlung, was den Warenkorb betrifft. Man könnte ja den einen Tag den kochen, den 1 und dann den Warenkorb 2 kochen oder man guckt, was im Kühlhaus ist. Also die Empfehlung ist, sich einfach da flexibel zu halten, was die Warenkorbzusammenstellung angeht. Ist da Ihre Empfehlung. Frau Ludwig Schulte fragt nach muslimischen Azubis, ob die auch weiterhin Schweinefleisch zubereiten müssten oder ob es da eine Änderung gibt, religionsbezogen. Es bleibt dabei, wenn Sie einen Warenkorb mit Schweinefleisch bekommen, müssen Sie es zubereiten. Okay. Es gibt religionsbezogen keine Möglichkeiten. Es sei denn, es lässt sich organisieren, dass der Prüfling sich rechtzeitig meldet und man weiß, dass er Moslem ist und an dem Tag dann halt keinen Warenkorb mit Schweinefleisch hat. Das geht, aber wenn wir es nicht wissen, können wir es nicht organisieren. Okay, also hier ist die Kommunikation wichtig zwischen Lehrkräften und auch Schülern, Schülerinnen. Gut, ich bin nochmal bei der praktischen, die Frage von Pierre Meyer. Ob die 6 Stunden für die praktische, ob man in der Zeit die Präsentation ihres gesamten Menüs muss da fertig sein. Also es muss quasi abgeschlossen sein mit Schlag 6 Stunden. Die haben dann nicht irgendwie noch zum Anrichten oder ähnlichem Zeit, dass es fertig wird. Genau. Gibt es keinen Spielraum, Herr Meyer. Da müssen wir durch.
Und nochmal diese 50-Punkte-Regelung fragt auch Herr Mayer, ob man in einem Fach, wenn man zum Beispiel 45 hätte, im nächsten 55, ob es dann rechnerisch eine 50 erreichte ist. Also wenn das eine Fach 45 und 55 das andere ist. Also bei einer 5 in einem Fach geht es rein in die mündliche Ergänzungsprüfung und damit kann man das dann entsprechend auch ausgleichen. Also die mündlichen Ergänzungsprüfungen bleiben nach wie vor vorhanden, wie auch in der aktuellen Verordnung. Okay. Also wir haben hier keinen Fall, dass wir mit einer 5 bestehen können oder dass wir bei zwei 5 auch noch eine mündliche Ergänzungsprüfung haben. Das haben wir in manchen Ausbildungsordnungen. In den gastronomischen Ausbildungsberufen ist es klassischerweise geblieben, bei einem Fach unter 50 muss durch eine mündliche Ergänzungsprüfung ausgeglichen werden, sofern sie zum Gesamtbestehen der Prüfung führt. Gut, das ist wohl wichtig. Ich hänge ja noch mal mit meinen 6 Stunden so ein bisschen. Der Arbeitsablaufplan schreiben ist auch mit drin, ne? Also es ist wirklich von bis. Also alles, man setzt sich hin und am Ende fertig. Genau. Die 45 Minuten Arbeitsablaufplan schreiben und die 15 Minuten fallbezogenes Fachgespräch sind in den 6 Stunden drin. Also reine Kochzeit hat er in der Tat nur 5 Stunden. Gut, und wenn es dann in Bayern scheinbar mit dem Arbeitsablaufplan nur 30 Minuten bedeutet, ist unterm Strich die 6 Stunden immer zu erreichen. Also wenn es dann regional Unterschiede gäbe. So. Ich habe noch eine ganz spannende Frage und dann nochmal der Aufruf an alle. Ich freue mich, dass Sie alle noch so bei uns sind. Das finden wir sehr schön. Gibt es noch weitere Fragen, die jetzt nicht beantwortet wurden oder die Ihnen am Herzen liegen? Ich schließe sonst mit der Frage nach den Umsetzungshilfen. Ob es da... da lachst du schon wieder so freundlich. Gibt es da schon was? Gibt es vielleicht einen Link, den wir posten dürfen? An den Umsetzungshilfen wird noch ein bisschen gearbeitet, denke ich mal. Also da ein bisschen, so ein paar Nachfragen kommen noch, aber im Großen und Ganzen dürften die fast fertig sein. Und der Link ist, den haben wir, glaube ich, auch bei uns mit drin. Und den gibt es ja dann auch, sobald die veröffentlicht sind, findet man diese Umsetzungshilfen dann auch entsprechend auf welcher Seite, Andreas? Beim Bundesinstitut für berufliche Bildung. Ja. www.bibb.de. Ich bin doch noch nicht ganz fertig, ihr Lieben. Ich habe noch was zur vegetarischen Theorieprüfung. Wenn der Lehrgang nur durch die Betriebe vermittelt wird, was ja auch möglich ist, könnten das auch die Schulen übernehmen, wenn sie es zeitlich und theoretisch nicht schaffen? Also nochmal. Die Prüfung? Vegetarische Theorieprüfung. Könnte das die Schule machen? Eigentlich muss es der Betrieb machen, oder? Das ist ja eine praktische Ausbildung quasi, ne? Die Qualifikation ist ja eine praktische Ausbildung, also muss ja auch in einer praktischen Prüfung quasi geprüft werden, oder ob die Schulen machen können. Gibt es eine Theorieprüfung für das Vegetarische? Schon, oder? Die vegetarische Theorie? Die vegetarische und vegane Zusatzqualifikation ist eine reine schriftliche Prüfung. Dort haben wir keine praktische Prüfung. Das ist ein extra Prüfungstag, an dem 90 Minuten theoretisch das abgefragt wird, was Heiko Becker vorgestellt hat. Und wenn Sie nicht zentral durch die AKA kommen, könnten die auch durch die Lehrerinnen erstellt werden. Allerdings darf man nicht vergessen, dass die vegetarische und vegane, alle Zusatzqualifikationen rein betrieblich vermittelt werden. Die können flankiert werden durch Theorieunterricht, aber werden nicht durch theoretischen Unterricht flankiert seitens der Schulen. Nein, ist nicht vorgesehen. Okay, Uwe Dippel, der gefragt hat, meint, glaube ich, die theoretische Vorbereitung tatsächlich darauf. Also vielleicht ist das kann er natürlich leisten, wenn das funktioniert in der Schule. Genau. Gut, Sie haben im Chat gesehen, dass wir Links posten. Ansonsten gilt die E-Mail-Adresse köche@vkd.com für alle Rückfragen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Am Anfang war das ein oder andere vielleicht hoffentlich nicht durchgerutscht. Wenn dem so sei, verzeihen Sie es uns, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail. Und an der Stelle würde ich sonst hier schließen und den Daniel Schade nochmal bitten. Erstmal herzlichen Dank euch beiden nach Berlin an einem so heißen Tag, solche heißen Fragen zu beantworten. Das muss man erstmal schaffen. Dankeschön, Heiko, dankeschön, Andreas und Daniel vielleicht an der Stelle. Aus der Sonne. Ganz toll, vielen Dank. Hier sind immer noch 1-2 Fragen. Also ja, die Fachkraft Küche hat eine Zwischenprüfung.
Und tatsächlich nochmal auf die letzte Frage zurück. Ich habe ja die ganze Zeit spannend auch den Chat verfolgt. Bin total glücklich auch darüber, wie groß das Interesse ist. Kann Sie alle nur anregen, auch wenn noch weiterhin Fragen sind, schicken Sie uns eine E-Mail. Wir werden sie umgehend, sofern wir können, beantworten. Schauen Sie auch auf unsere Homepage. Der Link wurde jetzt im Chat veröffentlicht. Hier werden wir auch die Präsentation und die Aufzeichnung von der heutigen, von dem Webinar zur Verfügung stellen innerhalb der nächsten Tage. Und die Frage vielleicht, Andreas, ich würde jetzt einmal noch rübergeben, war tatsächlich, ob die Schule die Ausbildung vegetarisch, also diese Zusatzqualifikation vegetarisch-vegan machen kann, wenn der Betrieb dazu nicht in der Lage ist. Ich glaube, so ist die Frage richtig interpretiert, hoffe ich. Also wenn der Betrieb dazu nicht in der Lage ist, kann er diese Zusatzqualifikation nicht anbieten. Dann könnte in der Tat die Schule das machen. Er bestätigt ja der prüfenden IHK mit der Anmeldung zur GAP 2, dass er die Fertigkeiten und Kenntnisse erhalten hat. Es wird auch diskutiert, ob sich da Bildungsträger auf dem Markt dann tummeln. Das ist in der Tat möglich, ja. Genau, ja. Vielen lieben Dank. Also wie Sie alle sehen, es bleibt spannend. Auch bei uns sind noch nicht alle Fragen geklärt. Und ganz, ganz herzlichen Dank an Heiko und an Andreas, auch an dich, lieber Einer, für die Moderation. Und das mit den Fragen, glaube ich, ist nicht ganz so einfach in so einem Chat. Habt ihr wirklich toll gemacht. Ich habe jetzt noch ein ganz bisschen Werbung in eigener Sache für den Verband der Köche Deutschlands. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn wir Sie beim Thementag VKD Impulse im September persönlich treffen könnten. Auch da ist Heiko Becker als Referent mit dabei und spricht über die Neuordnung. Die ist dann schon knapp anderthalb Monate in der Praxis. Und mal schauen, wie das erste Fazit sein wird. Ich bin da auch sehr gespannt. Bei diesem VKD-Impulse-Thementag wird nicht nur über die Ausbildung berichtet, sondern da wird der Blick in die ganze Branche geworfen. Wir haben zum Beispiel Vorträge über Fake Food von Franz Keller oder über die Küche der Zukunft von den F&B-Heroes. Tickets gibt es auf unserer Website, die Sie hoffentlich reichlich besuchen. Die Teilnahme ist für alle möglich. Auch für Ihre Schülerinnen und Schüler zu einem Vorzugspreis. VKD-Mitglied müssen Sie alle nicht sein, um dabei zu sein. Aber natürlich freuen wir uns alle über neue Gesichter in unserer VKD-Familie. In diesem Sinn nochmals ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Neues zum Laurentius-Tag war gerade der Thementag. Also das ist so ein bisschen die Fortsetzung bzw. das Netzwerktreffen, das neue Netzwerktreffen des Verbandes der Köche Deutschlands. Ja, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich, wünsche Ihnen allen noch einen schönen Nachmittag hier in Berlin. Wir drei sind in Berlin, schwitzen noch ein bisschen bei 36 Grad mittlerweile und machen dann jetzt Feierabend. Vielen lieben Dank und auf Wiedersehen.